meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ich bin wieder Avenger und ja, wir sind wieder mal bei The Walking Dead Season 3 New Frontier unterwegs. Ja, im letzten Part hat sich so einiges aufgedeckt. Leider hat der Gabe wieder einmal Scheiße gebaut. Hat sich im Kopf und Kragen geredet. Wir haben jetzt anscheinend Gruppenmitglieder verloren. Es ist aber nicht schlimm, weil das kriegen wir auch so irgendwie hin. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei, den Truck zu stehlen, womit wir praktisch durch die Zombie-Mengen oder beziehungsweise womit wir den Befreiungsversuch von David versuchen. Aber zu viel geredet, los geht's. You're punishing me? Because I told everyone what you did, right? Screw that. I'm going to get the truck. You stay behind and keep watch. You proved your fucking point already, Gabe. Now it's time to grow up and help us. Hey, Gabe, come on. I need you to watch my back on this one. Yeah, okay. I guess somebody needs to be a lookout. What? Nothing. Gabe and I will be fine back here. Ja, die Clem weiß schon, wie sie ihre weiblichen Reize ausnutzt. Ja, das ist einfach ein trauriger Tropf, ey. Himmel, Herrgott, nochmal. Ja gut, egal. Egal. Die paar Bretter halten Zombies auf? Nicht im Ernst. Ja, mach mal Licht an, ne? Tut ja keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder so. Gotta be careful. Any more muertos pushing? Those boards won't hold up. Mhm. Look at that. This thing looks like it moves too slow for an escape. Schon klar. Da hinten habe ich gerade was gesehen, eigentlich. Der Bagger könnte sich jetzt nützlicherweise, um irgendwelche Sachen wegzuschieben, rein theoretisch. For construction once they clear this area. Hm? Da hinten habe ich gerade eine Werkzeugkiste gesehen, aber das ist definitiv der Truck. Das schauen wir jetzt mal. Ah, doch nicht, okay. Ich habe zwar eine Kiste gesehen, aber das schon. So, dann öffnen wir mal das Tor zu unserem Fluchtwagen, will ich mal sagen. There it is. Let's go. Oh, da ist Licht. Oder? What are the chances? I'd say about 50-50. Smartass. Ich hab's gewusst, da war Licht drin. War ja wohl völlig klar. Hell yeah, this graveyard shift is killing. Oh, let me get some. Early risers. Come on, we gotta hurry and finish before more people wake up. What are we gonna do? We can't start the engine, not without attracting a lot of attention. Kate, you steer. The rest of us are going to get behind the truck and push. See if we can't get some distance between us and them. Ready? Ready. Ready. Remember that wind chill factor? Oh, da muss er wieder ganz schön. Jesus Christ! Alter, kriegst du Muskelkater in der linken Hand, mein lieber Scholli, Alter, komm, los! Dass sie das nicht merken, dass sich da was bewegt? Also wenn ich im Augenwinkel sehe, dass irgendwas sich bewegt, dann gucke ich automatisch hin, aber... Beste Wächter. Turns out you needed me after all, huh? I'm just saying, I know you didn't want me to come along. If I'd stayed behind, maybe we wouldn't have been able to get the truck. I'm glad you were here, okay? At least you can admit it. Yeah. Well, it turns out you're pretty useful when you actually follow directions.
Ey, das ist ja so ein kleiner Mistkerl, ne? Eigentlich, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ja. Ja, Pubertät. Was willst du machen? Able to hear the engine all the way over here. I put it in neutral. Couldn't find an ignition key in there. Guess you'll have to hotwire it. Was muss man da können, ne? Try not to shock yourself. Shit. I'll need something to strip the wires. They left all their supplies lying around. Bet there'll be some tools out there somewhere. Just try to hurry, okay? Ah, die Werkzeugkiste. Ich hab's im Augenwinkel gesehen. Soll ich das jetzt echt aufmachen? Ja, okay. Das ist, hätten sie sich jetzt auch sparen können. Oh, eine Zange. Zange ist schon mal gut. Die nehmen wir mit. Wow, Jesus Christ! Okay. Oh, warte, haben wir ja doch für was Gutes. Scheiße. Huh. Almost there. A little shocking moment. Started, okay? It's no problem. Oh, mir fällt schon die ganze Zeit was auf. Ja, gut, das klären wir gleich. Okay. Here goes. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich. Das fällt mir zwar jetzt erst auf, aber ich nehme euch ja die ganze Sicht auf den deutschen Text. Deswegen mache ich mal kurz die Cam aus und verrück einfach mal ein bisschen was. Vielleicht machen wir es auch einfach ein bisschen kleiner, mal gucken. Hättet ihr ja mal was in die Comments schreiben können, Mensch, Kerle, also das ist ja wohl... So, dann schiebt man mich mal hier ein bisschen weg. So. Das wird dann nicht zu klein, aber das sehen wir ja dann. So, so jetzt gucken wir mal, vielleicht ist der Text jetzt wieder besser. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Weil die ja der englischsprachigen Dings nicht so mächtig sind, so wie ich teilweise, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ihr das lesen könnt. Oh, welchen müssen wir durchschneiden? Okay, das sind immer komplett andere Kabel. Okay, braun kenne ich, das ist Leiter 1. Blau ist Leiter 2. So, da haben wir Plus. Das hat jetzt echt die Frage. Das ist die Erdung eigentlich. Das hier müsste Erdung sein. Das ist braun, oder? Das war Leiter 1, habe ich gesagt. Das ist grün. Das ist eher so die Erdung. Die Erdung lassen wir dran. Die sorgt nämlich dafür, dass wir keinen Schlag kriegen eigentlich. Ich könnte so einen Scheißtrick erzählen, aber... ja, komm, wir schneiden jetzt einfach mal den Leiter 1 durch. Nee. Machen wir die Stromzufuhr. Hätte ich jetzt mal gesagt. So, abisolieren auf jeden Fall. Ist ja klar, brauchen wir unbedingt. Und jetzt müssten wir dann praktisch eigentlich das hier auch noch abisolieren, aber das brauchen wir anscheinend doch nicht. So, dann nehmen wir das hier, Leiter 1. Auch abisolieren, bam. Gotta connect the battery to the ignition. Okay. Ja, benutzen wir es halt mal, ne? Let there be light. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. So überhaupt und kompletto nicht gut. Müssen wir uns beeilen ein bisschen, glaube ich. Ja. Okay. Oh. Ja, oh shit. Das Werdelicht hätten wir mal später machen müssen. Erstens. So, okay. So, jetzt müssen wir das halt mal durch. Oh, das hätten wir gleich machen können. Ja, komm. Ja, ist ja in Ordnung. Ich tue doch schon the fast I can. Okay. Ja, komm. Oh yeah. So very great. Come on. Rein da. Los. Zack, zack. Tür zu. Let's driving. Tja, viel Spaß mit den Kumpels. Sehr gut. Ah, da haben wir es doch schon wieder geschafft.
The square is a couple of blocks away. This is a good place to wait. Do we have enough gas? I'm not about to turn the engine off again. What now? We wait for Ava to call us on the walkie. So, nothing for us to do but sit and watch the sun come up. Oh, I know we've got something romantic. I'm teaching you to play euchre. That's not a real thing. It's a card game. Come on, it's fun. It's nice to be driving around with a couple kids in the back seat again. Really takes you back, doesn't it? Just you and me and Gabe and Mari. Better times. It hurts too much to think about. Even now, it's like I can't get Mari out of my head sometimes. Her voice, how smart she was, how kind. I understand. Gotcha. Oh, come on, that's not even a good rule. Still gotcha. Guess he stopped playing it cool with her. In case you haven't noticed, Gabe's got a little crush on Clementine. Ja, das wusste ich schon lang. He likes her. You get it? Well, okay, I sort of am. Okay, so I'm gonna deal. I hope it works out for them. That's the kid. I really do. They're good for each other. I think. Think their first official date will be target practice? Then skinning and eating a wild animal. Young. Alles klar. It's so normal, you know? Like, as crazy as things get, as terrible and tragic and just plain stupid, there's nothing more wonderfully ordinary as two kids falling for each other. Not that they're there yet, but to feel something that intensely for another person, kind of like the best drug there is. Hey, the falling in love is the easy part. It's the staying in love part that'll really mess you up. It's unfair, that's all I'm saying. That they're feeling what they're feeling right now, and when that sun gets a little higher, it's right back to the fight. I just wish he could have had a childhood, you know? I wish I could have given them that. Him and Mari, both. They deserved better than this. Better than what got handed to them. Now, you did the best you could, Kate. You kept this family alive as long as you possibly could. It counts for a lot. I hope you know, Javi, having you there with me, right by my side, all this time, that's what made the difference. You're so sure of what you're doing all this for. You didn't run away. You could have. But you didn't. Honestly, I'm not that sure of anything right now. I'm just trying to do the right thing here. I get it. There's no graceful way to say this, so I'm just gonna say it. I know we've had moments, you and I. And there are always... Eins muss ich dazu sagen. So, das Problem ist jetzt einfach offensichtlich, dass sie in mich verknallt. So, die haben sich ja vorher nicht gut verstanden. Das haben wir ja so in der letzten Zeit von The Walking Dead noch gehabt. Oder gesehen zumindest, oder mitbekommen. Ne? Das Problem ist, es ist mein Bruder. So, ich würde in der Realität niemals die Hand an die Frau von meinem Bruder legen. Ist so. Ja, das hat einfach irgendwas... mit Ehre auch, aber ich meine, wir sind immerhin Brüder, das ist Verwandtschaft, das macht man nicht, das würde ich auch beim besten Freund nicht machen oder so. Und jetzt bin ich halt echt in der Zwickmühle, weil sie möchte ja vom David nichts mehr wissen. So, ich eigentlich möchte mich zurückhalten, dass ich nicht noch mehr anscheinend erwecke, dass wir zwei irgendwas hatten in der Vergangenheit, ja. Ich möchte auch meinen Bruder nicht verlieren. Und das ist halt das Problem, was ich momentan habe. Ich hoffe, ich antworte einigermaßen richtig, dass es nicht dazu kommt, wofür ich, also was ich denke, dass es dazu führen könnte. Nicht, könnt ihr mal in die Comments reinschreiben, wie ihr euch verhalten würdet. And a little confusing and maybe some of them haven't meant anything at all. But before whatever happens tomorrow happens, I need you to know. Whatever this thing is between us, I want to give it a chance.
And I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more complicated. Ach was. But do you feel the same way? I'd really like to know. Before things get crazy. We might not get another chance. No pressure or anything, all right? I'm sorry, Kate. Oh, God. I just can't see it between us. So all those times you said stuff, I was just imagining it? Years together, on the road. The looks, the hints of something more. David's not just some guy in our lives. He's my brother. Yep. I don't see him being okay with this. That's it. Ever. I can't do that to him. So, you're saying you do feel something? It doesn't matter, Kate. It can't go anywhere. I guess a part of me always knew you didn't feel the same way. God knows I pushed you a couple times, but you always said no. I guess I have to finally listen. Javi, it's an execution over here. She's planning to hang David in front of the whole crowd. What? Now, don't bring the truck. If they see it, they'll kill him right away. If you can just get into the square. Shit. We gotta get over there. Now. Mhm. Ab durch das Tor. Oder auch nicht. Hä, ich wäre da voll mit dem Truck reingerast. Tür auf, David rein, pssst, Abmarsch. Keep the walkie close by. We'll tell you as soon as we've got David. Then you can drive into the square and pick us up. Come on, Kate. You and I both know this is stupid. This is hard enough as it is, Javi. The smartest thing for us to do is just get some distance from each other. Just stay out of sight. We'll be in touch as soon as we can. Nothing else from Ava? Nope. And it sounds like a crowd out there. It sounded like Ava got cut off by something. Or somebody. Das kann schon gut möglich sein. No idea of what we're heading into. Like, is the whole plan shot, or did she just have a little setback? I hate not knowing. I'm getting a little worried about Ava. Something must have gone wrong. Something must have happened. We're not gonna know what went wrong until we actually do this thing. So, let's do it already. You ready? Ready as I'm gonna be. Glad to hear it. Ich bin gerade gespannt, was da drauf kommt. Okay, Guys. Wir sehen, dass mein Bruder an einem Strick auf dem Schafott steht. Was ich ja vorhin schon gesagt hatte, das sieht aus wie ein Schafott. Ich habe mir schon fast gedacht, dass sowas passiert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich beende hier den Part. Ich hoffe, es ist nicht so ein arger Cliffhanger. Eigentlich nicht, aber hey, das müsst ihr entscheiden. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr verfahren würdet, wenn ihr einen Bruder hättet, der eine Frau hat und ihr so langsam aber sicher Gefühle für seine Freundin entwickeln würdet. Also ich habe ja gerade schon meinen Standpunkt klar gemacht. Ich würde es never versuchen. Ich würde da gar nicht drauf eingehen. Also es könnte mir gar nicht in den Sinn kommen. Sowas. Andererseits, ich meine, sie ist halt in mich verknallt. Ja, ist ja gut und schön. Vielleicht habe ich auch Gefühle für sie, in dem Spiel zumindest, aber ich kann es nicht tun. Es geht einfach nicht. Ja, schreibt mir jetzt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr es wieder cool fandet, dann auf jeden Fall diesen da oben hier den Button drücken. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fand, nichts mehr verpassen wollt, ihr das Spiel so krass findet, dass ihr das unbedingt weiterschauen wollt, dann natürlich wieder diesen Button. Ich verabschiede mich von euch. See you next time. Euer Avenger. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus, alter Schwede.